Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, es ist kurz vor dem 25. Also, es ist 24. erst, aber ja, morgen erscheint Diablo 3, Reaper of the Souls, und ich gehe eine Grafikkarte holen. Also, die gehe ich heute schon holen, aber morgen werde ich dann wahrscheinlich sie erstmals benutzen. Kommt drauf an. Und ja, das heißt, es wird sich wahrscheinlich sehr viel ändern. Hoffentlich wird auch die Headset, also die Mikrofonqualität erhöhen, weil ich werde auch wahrscheinlich, wenn es nicht zu teure gibt, ein neues Headset kaufen und ja, dann mal schauen, wie sich die Qualität eben verstärkt, verbessert oder ja. Ich habe ein bisschen gelevelt, ich bin jetzt Stufe 25 und ja, das heißt, ich habe einen neuen Zauber der Leichebeschwörung, den ich schon immer haben wollte. Er ist jetzt mir persönlich nicht ganz so stark, wie ich mir es vorgestellt habe, aber er ist recht cool, recht er bleibt lange. Und ja, es ist erst auf Stufe 1, also er dauert 10 Sekunden länger als der Dämon, also er ist schon sehr hilfreich und er macht seine, also die Aggressionen leitet er auf ihn, also die gegnerischen Angriffe. Das ist auch sehr gut. Und die Gildenleaderin hat gesagt, dass ein Beschwörer mit diesen zwei Beschwörungen eigentlich schon recht stark ist. Und das wollen wir dann mal ausprobieren. Wir müssen hier einen Käfer-Edelstein von einem großen goldenen Käfer bekommen. Wir werden es mal warten. Ich weiß jetzt nicht, wie stark so ein Käfer ist, aber Käfer sind im Normalen eigentlich nicht so stark. Also wir haben sofort die Leiche beschwören und sofort eine Käferattacke hinten drauf tun. Ja, wie ihr seht, er haltet extrem viel aus. Wahrscheinlich ist es sogar verbuggt. Ja, es ist wahrscheinlich auch verbuggt. Oder, ja, er ist nicht verbuggt. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich den Gegner gar nicht besiegen können. Aber er geht auf mich. Wieso geht er auf mich? Jetzt geht er auf den Dämon. Oh, jetzt wird's schwer. Die 5 müssen wir aktivieren. Oder was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, wir haben's schon. Lol. Lol, der Dämon war sehr stark. Okay, der Dämon seht ihr ist viel stärker auf Stufe 3 als der andere auf Stufe 1. Das schauen wir kurz mal. Nein, die Leiche ist sogar Stufe 2. Okay. Also der Dämon Stufe 3 ist stärker als die Leiche Stufe 2. Jetzt wollen wir dann mal schauen, wie es dann ist mit Leiche Stufe 3. Aber das wird wahrscheinlich noch einige Level gehen. Schade. Ja, es ist leider nicht viel los. Es ist, wie gesagt, Nacht. Also kurz nach 12 Uhr. Und ja, von in der Gilde ist wahrscheinlich gar nichts los, weil niemand sagt Hallo. Außer einer, der Aldariel Farshia, kenne ich jetzt nicht. Ich habe schon recht viel geredet mit der Gilde, Bekanntschaft geschlossen und so. Und sind richtige gute Leute, also die Gilde lohnt sich echt, wenn man da joint. Sie suchen auch noch neue User und mich hat einer angeschrieben, der gerne mit mir spielen, also Let's Playen will ab und zu. Der heißt Miraku, ist glaube ich 14 Jahre alt und ja, möchte dann manchmal dabei sein. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch mit Mikrofon dabei sein will oder kann, aber ich denke schon und ja, da haben wir wenigstens mal einen. Ja, jetzt denken viele, nach 200 Folgen ist es endlich mal gut oder so, dass einer dabei kommt, aber eben es ist sehr schwer, also ein Let's Player hat es nicht leicht.
Er hat vor allem wegen schlechter Anerkennung sehr viel Probleme, weil bei YouTube, ja, die Zuschauer ist es eigentlich egal, ob sie liken oder mitmachen oder so. Soll einfach mal einer kommen und er sagt, ja, ich like jetzt endlich mal den Drago Basler recht oft und so. Pushe mal den Drago Basler, das wäre richtig toll. Und ja, also ich hätte es richtig verdient, also sage ich jetzt nicht, wie ich, weil ich angeben will oder so, sondern einfach, schaut meine Videos, wie viele Videos ich hochgeladen habe. Und das nur für euch, nur für die Fans. Und ich mache ja auch sehr viel mit. Also wenn ich ein guter Let's Play, wenn ich mich zu einem guten Let's Play ihr wünschen könnte, dann würde ich das Beste für meine Fans machen. Egal ob ich hunderttausende Kommentare pro Tag beantworten muss oder mit 200 Leuten in Regnum herumlaufen muss. Es würde mich riesen Spaß machen mitzumachen. Und wer macht das schon? Welcher Let's Player tut das schon? Sehr wenige. Also ich kenne bis auf zwei weiblichen Let's Player keine, die sehr an die Fans gebunden sind und alle Kommentare beantworten. Und ja, also Männer, aufholen, komm schon. Ich will einfach eine riesen Community machen, die gemeinsame Interessen hat und so. Und das will ich jetzt mit Livestreams auch steigen. Da könnt ihr immer etwas mehr fragen. Ihr könnt auch bei Twitter, ja, Twitch ist das andere, das ist ja das Livestream. Bei Twitch könnt ihr auch sehr viel Fragen mir stellen, beantworten. Damit könnt ihr ganz easy einfach ein paar Sachen sagen. Aber am besten wäre natürlich immer auf YouTube unter die Kommentare oder bei mir im Forum zu schreiben, weil dort sind dann die Kommentare auch immer und werden nicht einfach gelöscht wie bei Twitch. Twitter. Ja, die zwei auseinanderzuhalten ist schwer. Und wir sind Stufe 26. Gar nicht gemerkt. Okay, hier müssen wir 14 Haut von Aquantis Erkunder holen. Die sind auch schon hier, die sind grün, die sind einfach. Wir holen noch kurz den Schatz. So. Dann werden wir hier nicht entfernen. Die X drücken. So. Und go. Mal den Dämon rausnehmen, der ist ja stärker. Und dann kommt ja noch der Steingolem, also der Beschwörer ist recht gut, also Beschwören, schon der Name sagt ja Beschwörer. Also das wird hoffentlich recht ein anständiger Charakterbild, wenn man ihn auf Beschwörung macht. Natürlich dann beim Reiskämpfen unbedingt wechseln auf Heilen und Schutz. Habt aber auch die Mitglied, also Leute in der Party, die einem den Schaden machen dann. Weil wir machen ja fast keinen Schaden außerhalb von den Beschwörungen. Und eventuell, wenn wir mehr Punkte dann haben, können wir auch wieder auf Stabmeisterschaft machen, um ein bisschen extra Damage zu machen. Aber momentan ist das jetzt noch nicht vonnöten. Wir machen auch ohne Meisterschaft recht guten Damage mit dem Stab und brauchen auch nicht so viel Mana. Hier hast du den Käferschwamm. So. Ja, ja. Also die Beschwörerin ist jetzt eigentlich mein absoluter Liebling. Der Barbar natürlich auch noch. Aber ja. Der Schütze hat, ja, ich weiß nicht. Ich war nie glücklich mit dem Schützen bei Alsius. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Schützen mache. Also ich habe noch zwei Charakterslots frei. Einen habe ich gemacht für einen Paladin, den werde ich wahrscheinlich löschen. Weil ich keinen Paladin spielen will. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also wenn es wirklich so ist, dass ich eine gute Gilde anführen kann und so, dann nehme ich natürlich einen Paladin als Charakter, als Hauptcharakter.
und die Monika dann als Nebencharakter. Aber ich will irgendwie mit der Monika auch die Gilde nicht verlassen, die Green Hell. Aber mal schauen, also. Eben, mitmachen, das würde mich sehr, sehr freuen und ja, das würde mich auch ein bisschen wie schonen, also. Ich mache sehr viel Mühe für euch und irgendwie die Mühe wird einfach noch nicht so zurückgegeben. Also ich hätte schon gerne, dass meine Leute wenigstens etwas schreiben oder so. Ihr müsst nicht liken, ihr müsst nicht die Videos ganz schauen oder so, aber wenigstens die Videos ohne Adblocker schauen wäre schon richtig toll, weil ich verdiene sehr wenig Geld außerhalb von YouTube momentan noch und hätte schon ein bisschen Geld verdient, oder? Weil 5 Euro pro Video, das ungefähr 20.000 Aufrufe hat, ist viel zu wenig pro Tag, also pro Woche, glaube ich. Wir haben hier keine Aquantis mehr, müssen wir zurück. Mist, so ein Kack. Größten Kack. Ja, ich werde auch in den nächsten Zeiten meine Qualität verbessern in der Stimme und so. Ja, ich übe vor, also ich telefoniere eigentlich rund um die Uhr und kann so gut Hochdeutsch reden lernen, ohne eben diesen Akzent und so. Weil, wie ich sehe, sind viele einfach dagegen, meinen Akzent zu ertragen. Das kann ich nicht verstehen. Also ich habe auch kein Problem, österreichische Let's Player zu schauen. Ich mag die sogar noch mehr, weil sie eben einen Akzent haben. Zum Beispiel Tom Dottio, der ist Wiener, der hat einen richtig Wiener Akzent und der macht aber richtig Spaß, also zu schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie bei euch es ist, aber ja, könnt ihr gerne in die Kommentare denken, was ihr denkt, wenn jemand einen Akzent oder ein, wie sagt man das andere Wort, ja, habe ich jetzt vergessen, also regional halt, Akzent ist eher ländlich, also landesweit, und das andere ist regional, also eigentlich rede ich gar nicht so Schweizerdeutsch, wie alle meinen. Ich bin Basler, ich rede ganz anders als, denke ich, rede, ja, soll man sagen, halt Baslerdeutsch. Basel war sehr lange, die Basler waren ganz lange nicht an die Schweiz gebunden und haben die eigene Sprache eigentlich gelernt. Und ja, das war früher das, wie sagt man denn, nicht Fürstentum, religiös da, Bistum, genau, Bistum, Basel, und das war bis nach Stuttgart hoch, bis nach Genf runter, ein Riesenland, und es war nicht mal so lange her, also es war, wann war das, 1700, 1800, keine Ahnung, vor allem extrem, oder es war sogar noch früher, so ungefähr 1500, so ungefähr, ja. Vor allem, Frepsleck, sorry. Ja, momentan hat irgendwas Freps. Moment kurz, ich stelle mal Papa.